Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer nächsten Schwerterrunde hier aus unserem Studio, aus unserem Foyer unseres Sponsoren Kältetechnik Schretzenmeier im schönen Westhofen im Nattland. Sie, wenn Sie uns zuschauen, sehen natürlich die Aufzeichnung, die wir heute hier zusammen machen. Und wir hier heute sind natürlich live. Das gehört zur journalistischen Hygiene. Sie kennen das ja schon aus unseren anderen Formaten. Und bevor ich Ihnen jetzt heute in dieser Power-Damen-Runde die einzelnen Damen vorstelle, vielleicht am Anfang mal ein paar Zahlen, die Sie möglicherweise erschrecken werden, aber auch der Hinweis von mir, wenn nachher die Werbung kommt, denn die müssen wir hier heute ausstrahlen, dann bitte nicht abschalten, sondern nach der Werbung geht es wie gewohnt weiter. Das Thema heute ist das Frauenforum in Unna, ist das Frauenhaus in Unna. Menschen, insbesondere Frauen natürlich oder besonders die Frauen, die dort Schutz suchen, auch durchaus mit Kindern. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst mal als kleine Einleitung Zahlen nennen und deshalb Brille auf, damit nichts falsch zu Ihnen rüberkommt. Jede dritte Frau hat zumindest einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. 34.000 schutzsuchende Frauen und Kinder jährlich, das macht einen Anstieg aus um 25,5%. 97,4% Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung in einer Partnerschaft sind weiblich. 76,7% schwerer Körperverletzung betreffen auch die Frauen. 157.550 nur gemeldete Opfer. Die Dunkelziffer ist circa 2- bis 3-mal höher. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir heute hier mit der Schwerterrunde aufgreifen. Und deswegen möchte ich Ihnen die Damen, die jetzt zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzen, vorstellen. Aber wir bitten höflich um Ihr Verständnis, dass wir in diesem besonderen Fall, weil wir auch heute unsere Gäste schützen möchten, nur die Vornamen nennen. Und dann fange ich mal vielleicht außen an, gehen wir über außen nach innen. Rechts von mir, aus Ihrer Sicht natürlich links, sitzt Heike. Heike ist jetzt gerade, ja, darf man das so sagen, frisch im Ruhestand in der Pension. In der Pension, denn sie war jahrelang Kriminalhauptkommissarin bei der Kreispolizeibehörde in Unna und dort auch unter anderem in ihren letzten Jahren zuständig für die sogenannte Kriminalprävention. Aber dazu wird sie uns nachher persönlich noch etwas sagen, eben zum Thema Opferschutz. Ganz außen sitzt Michelle. Michelle ist die Leiterin des Frauenhauses in Unna und wird Ihnen nachher im Laufe dieser Schwerterrunde einen Einblick geben, wie sieht es denn in einem Frauenhaus überhaupt aus, konkret im Frauenhaus in Unna, und welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich denn Gewaltopfer werde, wie komme ich in ein Frauenhaus, wie lange darf ich dort bleiben? Dazu werden Sie nachher von Michelle persönlich noch einiges hören. Ja, und zu meiner Linken sitzt die Vorständin, noch gar nicht so lange im Amt, nämlich seit Sommer 2022, Britta, geschäftsführende Vorständin des Frauenforums in Unna. Britta hat 20 Jahre im Ausland gelebt, Asien, China, Singapur, Studium und jetzt aufgepasst, der Sinologie, Wirtschafts- und Betriebssoziologie, und auch solche Menschen oder besser gesagt gerade solche Menschen mit dieser Ausbildung braucht man nämlich im Frauenforum. Vorgängerin war übrigens die Birgit Unger, die hat sie praktisch im Amt abgelöst. Und jetzt kommt ein Satz, bevor wir gleich zu dir kommen, Britta, wir haben uns heute hier alle aufs Du geeinigt. Heike und ich kennen uns sowieso schon aus dienstlichen Bereichen viele Jahre und da haben die anderen beiden gesagt, nee, da bleiben wir doch auch gerne beim Du. Ein Satz, den ich natürlich geklaut habe, wenn ich das mal so sagen darf, wir verwalten hier nicht nur Elend, sondern haben auch ein Augenmerk darauf, was Frauen können, und unterstützen sie dabei. Vielleicht machen wir mal direkt da den Einstieg, wie bist du zum Frauenforum gekommen und was ist dir ganz besonders wichtig? Ja, das Thema Frauenforum mit seinen drei Einrichtungen, dem Frauenhaus, wie du gerade angesprochen hast, der Frauen- und Mädchenberatungsstelle, wo es ungeheuer interessante,
wichtige Themen gibt, insbesondere in der Prävention, aber eben auch im Schutz und in der Beratung. Da tauchen viele Themen auf, die mich mein ganzes berufliches Leben begleitet haben. Du hattest das angesprochen, ich war lange im Ausland, ich habe in Positionen gearbeitet, in denen ich hauptsächlich auch mit Männern zu tun hatte, auf dem Shopfloor, in der Produktion, da geht es rau zu. Und da ist natürlich immer so die Frage, was ist rau und was ist übergriffig und wo geht es in den Bereich beispielsweise der sexuellen Belästigung oder eben weiteres noch. Ich habe in Kulturen, anderen Kulturen gelebt, wo man dann so überlegt, was ist das jetzt hier, was gerade passiert? Ist das noch charmant? Ist das eine andere interkulturelle Geschichte, die da passiert? Der Relocation, der Rückkehrprozess nach Deutschland war auch nicht ganz einfach. Aber was ich unterm Strich sagen kann, die ganze Zeit, die ich in der Schule war, die ich an der Universität war, die ich berufstätig war, es gab immer wieder Situationen, und die gibt es bis heute, wie ich von anderen Frauen höre, die sehr kritisch waren, wo ich eben gesagt habe, ist das jetzt freundlich gemeint von meinem Professor, ist das freundlich gemeint, ich habe Leistungssport gemacht von dem Trainer, oder ist das doch ein bisschen zu viel, was da gerade passiert? Da möchte ich vielleicht mal einsteigen. Ich denke, viele schauen uns jetzt ja zu. Die Schwerterrunde ist ja mittlerweile sehr bekannt geworden. Und wir haben einige Dinge, die wir heute hier besprechen wollen, auch gar nicht vorher abgesprochen. Als du das gerade erzählt hast, wo ist die Grenze? Ist die Grenze fließend? Was zählt schon dazu? Was ist denn mit so typischen Frauenwitzen? Hier wird gelacht. Genau. Ja, das kennen wir ja. Die Frage wird uns ja allen häufiger gestellt. Also, was ist mit typischen Frauenwitzen? Alles, was ausgrenzend ist, alles, was diffamierend ist. Und da muss ich eigentlich, es gibt auch schäbige Männerwitze. Es geht auch in Richtung Minderheitenwitze, die sehr schäbig sind. Ich muss mir einfach überlegen, wie finde ich das? Wie würde ich diesen Witz für mich empfinden? Und ich glaube, da kommt man bei einem Großteil der Witze auf ein nicht gutes Ergebnis. Wenn sie denn ausgrenzend sind, wenn sie diffamierend sind, wenn sie einfach eine Gruppe rauspicken, also die typischen Blondinenwitze, finden Blondinen, glaube ich, nicht immer so toll, oder? Ja, wir haben ja zwei, wenn ich das so sagen darf, Blondinen heute in der Runde. Das ist subjektiv. Das ist immer subjektiv. Also das ist, wird man natürlich häufig gefragt und ich bin das dienstlich auch oft gefragt worden. Ist das was, was ich anzeigen kann? Ist das schon eine Straftat? Es ist wirklich immer so auch, dass die Frau selber für sich gucken muss. Es kommt auf die Situation an, es kommt auf das Gegenüber an, was bei dem einen Kollegen als Beispiel völlig okay ist, weil man sich gut kennt, weil man sich gut versteht, ist bei einem anderen plötzlich gar nicht mehr okay. Also das kann man gar nicht pauschal sagen. Ist es der Witz, ist es das Nacktfoto, was in Aufenthaltsräumen hing? In der Spintür. Für manche ist das easy peasy, da ist es überhaupt kein Problem. Und für die andere Frau ist das aber ein Problem aus ihrer Geschichte und aus vielen Umständen, die da zusammenkommen, die wir ja meistens gar nicht kennen. Und dann sollte man eben diese Grenzen auch respektieren, wenn sie ausgesprochen werden. Und es kommt, wenn ich das ergänzen darf, noch dazu, wir müssen einfach überlegen, dass insbesondere im Bereich der sexuellen Gewalt 75% der Täter aus dem Nahfeld kommen. Das heißt aus der Familie, aus dem direkten Arbeitskreis, aus den Freunden, Nachbarschaft. Und dann kriegt das schon ein bisschen eine andere Wendung, wenn ich in die Richtung der Witze gehe, aber eben auch viele, viele seriöse Themen, 75%. Was mir auffällt, und da kann vielleicht Heike noch was zu sagen, wir kommen ja jetzt nun beide aus dem großen Polizeiapparat, in den letzten Jahren hat sich da eine positive Entwicklung gezeigt. Wie ist deine Auffassung, wird mehr angezeigt oder ruft der Bürger mal mehr an und meldet verdächtige Beobachtung, dass er sagt, naja, da bei meinem Nachbarn, ich weiß nicht so genau, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich hatte mal einen Einsatz, da rief jemand an und sagte, ich sehe da, dass mein Nachbar meine Kinder fotografiert über die Hecke. Und zwar nicht, weil die laut sind. Ich weiß nicht, warum der das macht.
Da ist dann, wie man das so schön sagt, ein Einsatzmittel hingefahren, hat dann mal hinterfragt. Dieser Nachbar hatte, ich sag mal, recht dumme Ausreden, warum er das denn tut. Ihm wird da die Gartengestaltung gut gefallen. Aber ich glaube, es gibt eine gute Bewegung im Moment in den letzten Jahren, dass man aufmerksamer wird in der Bevölkerung. Ist das auch dein Eindruck oder würdest du dann noch mehr wünschen? Da würde ich mir noch mehr wünschen und das ist natürlich gerade in dem Thema häusliche Gewalt gegen Frauen häufig auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil grundsätzlich ist das erstmal Privatsache und Privatsphäre und so sehen das halt auch viele, die das von außen mitbekommen. Also dann bekommt man vielleicht mit, dass der Nachbar ständig seine Frau anschreit, dass die nur noch geduckt aus dem Haus geht, nur mag man sich nicht einmischen und dafür ruft man tatsächlich nicht die Polizei. Da sind dann schon so wünschenswerte Geschichten mal, dass man mal so unter Nachbarinnen sich vielleicht mal so eine Broschüre oder eine Telefonnummer oder mal so, dass man solchen Austausch hat, dass man es einfach niederschwelliger hinbekommt. Denn die Polizei anrufen ist in dieser Geschichte ja auch immer, das ist eigentlich immer Worst Case. Da muss schon richtig was passieren, wenn unsere Einsatzmittel da hinfahren. Da geht es in der Regel schon hoch her. Wir würden uns ja wünschen, oder das sind ja auch die Frauen, die dann ins Frauenforum kommen, dass die frühzeitig kommen und sich erstmal beraten lassen. Die sind meistens sehr lange schon in dieser Situation. Und da ist es einfach schwierig, also das kennen wir, glaube ich, auch alle selbst, wenn wir so Freundinnen haben oder Nachbarinnen oder Menschen, die uns nahestehen, wo wir erkennen, da könnte sowas sein, sich da einzumischen. Es ist das ja auch immer noch die, ein schmaler Grat. Die auch. Scheu, du sagtest das gerade, da steht dann der berühmt-berüchtigte Streifenwagen, wie er im Volksmund ja heißt, vor der Tür. Und die Nachbarn sind ja oftmals hinterm Fenster. Warum ist da die Polizei? Und ja, die Nachbarin hat die Polizei gerufen und schon geht das Gerede ja in der Nachbarschaft los. Das kommt ja auch noch on top. Aber vielleicht noch eine ganz wichtige Zahl oder Zahl. 1986 wurde das Frauenforum als gemeinnütziger Verein Frauen für Frauen gegründet. Aktuell, es sei denn, die Zahl ist jetzt noch zu ergänzen oder zu aktualisieren, gibt es 23 Mitarbeitende. Habe ich so ein bisschen auf eurer Homepage geguckt. Es sind mehr mittlerweile, weil die Bedarfe auch höher sind. Ja. Wir sind aktuell bei 28 Kollegen insgesamt im Hause. Und ich muss sagen und sage das mit einem leichten Bedauern, mit steigender Tendenz. Einfach weil in allen Bereichen, die wir vertreten, neben der Beratungsstelle, neben dem Frauenhaus sind auch die Wohnhilfen, sprich das Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit bei Frauen ein Thema. Ich kann in allen drei Bereichen sagen, leider in allen drei Bereichen wachsende Tendenz. Seit 2009 habt ihr aber alles unter einem Dach in Unna und wart vorher in Kamen. Ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass es da einen Standortwechsel gab. Und für das kommende Jahr 2024 ist eine Erweiterung geplant um ein Kompetenzzentrum. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Erstmal würde ich gerne noch sagen, ja, alles unter einem Dach und auch in einem Konzept und deswegen können wir hier heute auch sitzen, in einem offenen Konzept. Da kann Michelle gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Wir sind kein anonymes Frauenhaus, also es gibt ja ganz häufig, dass man gar nicht die Adresse kennt, gar nicht weiß, wo das Frauenhaus ist. Das ist bei uns seit 2009 nicht so. Das ist der eine Punkt. Ja, und dann haben wir das große Glück, einen Stifter zu haben, der uns unterstützt. Und die Unterstützung wird so aussehen, dass wir ein sogenanntes Anschlusswohnen-Projekt haben. Das heißt, es wird ein weiteres Haus gebaut, in das die Frauen aus dem Frauenhaus mit den Kindern im Anschluss an das Frauenhaus ziehen können. Hintergrund ist da einfach, das werden alle kennen, man liest es täglich, die Wohnraumproblematik. Wir finden einfach ja, für das Anschlusswohnen in keine entsprechenden und genügenden Wohnungen im Kreis Unna für die Frauen und ihre Kinder. Und da haben wir gesagt, das Thema ist so ungeheuer wichtig. Und zwar sowohl die Gewalt an Frauen, aber auch das Thema Wohnungslosigkeit. Da verstecken sich Themen hinter Altersarmut bei Senioren, eine riesen Bandbreite an Themen. Wir haben hier K.O.-Tropfen beispielsweise, das Thema digitale Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz, sexueller Missbrauch am Arbeitsplatz. Also ein riesengroßer bunter Blumenstrauß. Und das wollen wir im Kompetenzzentrum bedienen.
Aber, und das sagtest du zu Beginn auch, das ist uns extrem wichtig, das, was man heute neudeutsch so schön Empowerment nennt. Mhm. Dass wir, also ich mag das, ehrlich gesagt, das Wort Elend nicht gern. Das ist geschrieben worden, ohne dass ich es gesagt habe in der Form. Es geht nicht um Elend, es geht eigentlich, den Blick nach vorne zu richten. Wir haben ganz tolle Frauen in allen drei Einrichtungen, die beispielsweise gerade dabei sind, Ausbildungen zu machen, Ausbildungen abzuschließen. Wir haben Frauen dabei mit Studienabschlüssen, wir haben Akademikerinnen. Wir haben die ganze Bandbreite, jede Altersgruppe, die sozialen Schichten querbunt durchgemischt. Und da geht es uns darum, im Wesentlichen nach der ersten Schutzsituation, die wir bieten, den Weg zu bereiten, dass die Frauen und ihre Kinder in ein positives Leben gehen. Ein auch unter, also ganz, ganz wichtig, auch in ein ja, finanziell unabhängiges Leben. Weil das natürlich eine Grundvoraussetzung ist, eigenbestimmt dann sein Leben gestalten zu können. Ich denke, eine wichtige Information, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ist, dass ja gerade rübergekommen ist, alle gesellschaftlichen Schichten sind bei euch vertreten und man kann nicht nur sagen, wie vielleicht einige von Ihnen, meine Damen und Herren, gedacht haben, na, es ist nur so eine bestimmte soziale Schicht, die sich da im Frauenhaus abbildet, sondern du hast es gesagt, egal ob es Leute sind mit Studium, die auch entsprechende akademische Titel tragen und so weiter, alle finden sich bei euch wieder, ist für mich auch jetzt eine sehr interessante Information. Aber ich würde gerne eine Sache aufgreifen, weil ich glaube, das wird unsere Zuschauerinnen und Zuschauer der Schwerterrunde interessieren, die K.O.-Tropfen. Vielleicht könntet ihr mir, ich weiß nicht, wer da von euch dreien am besten drüber erklären kann, das trifft ja viele junge Frauen, die in Diskotheken gehen, jetzt ist ja alles wieder möglich, nachdem alles wieder offen ist, gehen zur Toilette, lassen ihr Getränk oftmals stehen, wenn sie schon vorsichtig sind, vielleicht der Freundin sagen, achte bitte auf mein Glas. Gibt es da so ein Testverfahren, dass ich das erkennen kann, ob da jemand an meinem Glas war oder etwas hineingetan hat? Das gibt es meistens leider erst hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich dann wirklich im Krankenhaus unter Umständen gelandet bin. Ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man feiern geht, untereinander ein bisschen Vorkehrungen trifft. Also wir haben beispielsweise mal die sogenannten Spikies mitgebracht. Heutzutage, wenn du feiern gehst, wenn du in den Club gehst, man hat nur noch Flaschen eigentlich und keine offenen Getränke mehr. Also das ist ein Punkt, auf den wir achten würden. Die Spikies werden hier oben reingesetzt, ein Strohhalm kommt rein. Die jungen Leute gehen heute größtenteils mit der Flasche auf die Tanzfläche. Oder wenn sie dann eben doch ein Glas haben, es gibt sowas auch für Gläser mittlerweile als Schutz, weil du gar nicht so schnell schauen kannst, wie irgendwer die K.O.-Tropfen verteilt hat. Also unser Rat ist da auch immer wieder ein unbeobachtetes Glas, aber auch Flaschen. Ich würde es nicht mehr anrühren, ganz ehrlich. Wichtig ist der Schutz eben so, dass man untereinander aufpasst. Man ist ja selten ganz alleine unterwegs, es sind dann mehrere, dass man da ein bisschen nachschaut. Uns ist natürlich ein extremes Anliegen, die Themenstellung, warum müssen die betroffen sind, wieder auf sich aufpassen. Für uns ist es ein Anliegen, dass beispielsweise Veranstaltungsorte, Caterer, Veranstalter, dass die sich um solche Themen kümmern. Und es gibt in anderen Ländern wirklich jemanden, der regelmäßig schaut bei Feiern, ist hier alles in Ordnung, der mal durchguckt, dass ein gewisser Schutz geboten wird. Und das wünschen wir uns, weil das Thema K.O.-Cocktails, Drogen, wir haben verschiedene Broschüren dazu, wir arbeiten da auch mit dem Weißen Ring zusammen, ist auch im Kreis Unna ein ganz, ganz großes Thema. Und man darf sich nichts vormachen, es sind nicht nur junge Frauen betroffen, es sind auch da wieder alle Altersgruppen betroffen. Karneval ist so eine typische Geschichte, wo wir immer ganz, ganz viele Meldungen haben. Es sind auch junge Männer oder Männer insgesamt betroffen, weil es geht da vorrangig auch nicht
unbedingt um Diebstahl, es geht auch nicht unbedingt um sexuelle Gewalt, es geht um Machtausübung in dem Moment. Also es kann die ganze Klaviatur sein und deswegen ist es für diejenigen, die K.O.-Tropfen nutzen, an die man übrigens auch ganz leicht kommt und auch viel zu leicht kommt, ist es auch so ein Thema, Macht auszuüben. Und deswegen gilt die Gefährdung auch für Männer, genauso wie für Frauen und da eben auch alle Altersgruppen. Ich habe mir noch etwas rausgeschrieben, das betrifft im Prinzip eure Arbeit komplett. Gewalt gegen Frauen soll als gesellschaftlich wichtiges Thema weiter öffentlich gemacht werden. Es darf und soll keine Privatsache mehr bleiben. Heike kommt ja aus dem Bereich Opferschutz auch. Vielleicht, wir wollen ja auch heute mit der Schwerterrunde einen Aufruf starten, Mut machen, sich zu melden. Vielleicht kannst du zu diesem gerade von mir zitierten Satz noch etwas Ergänzendes sagen. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir ja gerade schon gesprochen haben. Also das sollte aus diesem privaten Bereich rauskommen, ist aber natürlich sehr schambehaftet und nicht mal so eben dahergesagt. Also das ist, sich da zu outen, dass man nun Gewalt zu Hause erlebt, die, und die kann ja vielfältig sein, das sind nicht immer die Schläge, das ist häufig auch psychische Gewalt oder finanziell, wo massiv die Frauen gedrückt werden. Das ist ein schwerer Schritt, das öffentlich zu machen. Das ist schon schwer, das einer Freundin zu erzählen, weil es so privat, so intim ist und ganze Lebensträume letztendlich ja zerplatzen. Und unser Wunsch ist es, das öffentlich zu machen, weil das die einzige Lösung ist. Die Hoffnung, das wird schon wieder. Und wenn wir erstmal im Urlaub waren und zu Hause sind, dann ändert er sich. Ja, die ist immer wieder da, nur die bewahrheitet sich halt letztendlich nicht. Und je früher die Frauen diesen Kreislauf durchbrechen, ja, umso eher können wir ihnen dann tatsächlich auch zur Seite stehen und ihnen helfen. Und deshalb wünschen wir uns schon, dass sie frühzeitig sich Hilfe holen und versuchen eben auch gerade durchs Frauenforum. Deshalb engagiere ich mich auch nach meiner Dienstzeit da jetzt im Aufsichtsrat, weil ich es einfach ganz wichtig finde, eine Möglichkeit zu schaffen, niederschwellig Hilfe zu bekommen. Denn die Polizei ist zu hoch. Das ist eine Latte, die für viele, nee, so weit wollen wir erstmal nicht. Und es gibt darunter ja auch noch genug Alternativen. Mhm. Deshalb unser Wunsch, einfach erstmal niederschwellig sich beraten lassen, Hilfe zu holen, zu merken, ich bin nicht alleine. Ne? Und das auch mit, wir sehen es ja, wir haben Frauen, die mit 78 noch die Kurve kriegen und sagen, jetzt reicht's mir. Ja, jetzt eine Zahl, die überrascht mich irre. Jetzt. Ja, also, das ist genau das, was du sagst. Es ist nicht so klischee-mäßig, ne? Auch die Zuschauer, da hat man so seine Bilder im Kopf, was für Frauen haben wir im Frauenhaus. Und die, ne, und wo ist Gewalt irgendwie geballt? Das ist nicht so. Wir haben Gewalt durch, gerade auch häusliche Gewalt, durch alle Schichten. Und das ist eben nicht immer das die Schläge, das Draufhauen. Ne? Gerade je höher die wirtschaftliche Situation ist, der akademische Grad, auch der Männer, umso subtiler wird Gewalt. Also wir haben das Thema digitale Gewalt insbesondere in der Corona-Zeit gehabt. Ich sage nur das Stichwort Smart Home. Ich kann über das Smart Home regeln, wann eine Frau in dem Fall rein rausgeht aus dem Haus. Ich kann die Temperaturen regeln. Und wenn die Frau im Homeoffice ist und ich gemütlich in meinem Büro sitze, dann kann ich auf 17 Grad runterkühlen. Ich kann sehen, wann jemand duscht. Und das erzählen wir jetzt nicht aus der Fantasie, sondern aus der Beratungssituation heraus. Also das ist ein Riesenthema. Insgesamt das Thema digitale Gewalt, das sehen wir natürlich vor allen Dingen in einer jüngeren Zielgruppe, aber nicht ausschließlich. Wir sind gerade dabei, in dem Bereich in unserer Beratungsstelle erhebliche Kompetenzen aufzubauen. Da hatten wir das große Glück, über die Dr. Gessling Stiftung, die im Kreis Unna auch aktiv ist, finanzielle Unterstützung für Schulungen zu bekommen, unserer Kollegin, weil da geht es um rechtliche Aspekte, da geht es um technische Aspekte. Da geht es darum, dass unsere Kolleginnen jetzt einfach auch mal schauen, ist eine Tracking-App auf dem Handy unserer Klientin, die zur Beratung kommen. Also damit man immer sehen kann, wo aber, bewegt ja, sich denn meine also, Partnerin, totale also, Kontrolle. Super Kontrolle, das ist so easy mittlerweile. Sieht man natürlich, dann kommt eine Frau in eine Beratungsstunde
Und in dem Moment klingelt das Telefon und der Partner ist dran und sagt, sag mal, wo bist du da eigentlich? So, ne? Und dann muss ich aber das Ganze erstmal identifizieren können, ausschalten können. Also das ist ein Riesenthema. Wir sind sehr stark engagiert im Bereich Schutzkonzepte, also der Entwicklung von Schutzkonzepten. Das betrifft im Moment vorrangig Schulen, die ja verpflichtet sind, Schutzkonzepte zu entwickeln. Da spielt natürlich bei den jungen Leuten das Thema digitale Gewalt eine unheimlich große Rolle. Das ist das Thema Cybermobbing, das Versenden von Dickpics. Es ist eine Riesenklaviatur. Sollten wir vielleicht noch mal eben kurz erklären, Dickpics, was das ist? Denn ich da denke, werden die Genitalien der Herren durch die Gegend geschickt. Und also das ist so eine Variante. In Großaufnahme. Sehr attraktiv. Genau. Und aber natürlich auch zu sexuellen Handlungen aufgefordert, was du dann versenden sollst, was dich wiederum erpressbar macht. Also, und das ist ja nicht selten auch verbunden, das sind also das sind alles seriöse Themen, aber eben auch so Themen wie Suizid am Ende der Kette stehen. Ne? Also. Kann man denn auch sagen, dass seitdem wir diese Möglichkeiten haben über das Internet, Heike wird da vielleicht noch mehr Erfahrungen haben, dass das Ganze dadurch auch noch zugenommen hat, weil ich kann mir ja alles besorgen, K.O.-Tropfen kann ich mir übers Internet bestellen, Bilder, was Sexualität angeht, kann ich mir auch irgendwo runterladen. Du kriegst ja praktisch alles im Netz. Es ist ein Schlaraffenland, das muss man sagen. Das haben, ist das World Wide Web, Fluch und Segen zugleich. Also klar möchten wir es alle nicht missen, aber es ist alles problemlos zugänglich. Und für verschiedenste Tätergruppen wirklich wie ein Schlaraffenland zu bedienen, ja. Ich würde ganz gerne Michelle noch mal ein bisschen mehr mit in die Runde nehmen, wobei zu dir kommen wir gleich ja noch ganz konkret. Und zwar eine Sache, die Heike vor einigen Minuten gesagt hat, wenn die Frauen zu dir kommen, diese Schwelle, bis man sich an euch, ob über die Polizei oder an euch direkt, da gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man direkt mit euch Kontakt aufnimmt, kommen. Ist da auch so deine Erfahrung, dass du sagst, die haben dann schon ganz viel hinter sich, bis sie diesen Schritt gewagt haben? Kann man das so sagen? Wie ist da deine Erfahrung? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Allein die Anrufe, die die Frauen tätigen müssten, ich glaube, das muss echt eine Qual sein, wenn man sich das Internet anguckt, zum Beispiel auf dem Fraueninfonetz, da kann man sehen, wo sind freie Plätze. Die sind schon sehr gering. Ja, und wenn man dann ein grünes Häuschen findet, wo man anrufen kann, also ich glaube, manche Frauen müssen sich durch ganz Deutschland durchtelefonieren und die erzählen ja dann ihre Geschichte nicht nur einmal, sondern im schlimmsten Fall 10-mal. Dann passt es vielleicht nicht mit den Kindern, die Frauen werden abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist schon einfach auch eine sehr große Hürde, immer wieder am Telefon die Geschichte zu erzählen, bis ins Detail. Ja, da muss man erstmal den Mut haben. Ne? Man geht den Schritt, man hat die Stärke und ja, der Weg ist einfach schwierig auch tatsächlich. Aber jetzt sind wir ja schon wunderbar bei eurer Mitstreiterin, wenn ich das so sagen darf, Michelle, gelandet. Aber liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir steigen jetzt auch direkt ein in das Thema Frauenhaus, denn wir haben das große Glück, dass die Leiterin heute auch hier in unserer Runde ist, eben Michelle. Und dazu würden wir Ihnen jetzt gerne mal ein Statement einspielen, was der ehemalige Landrat des Kreises Unna, Michael Macchiolla, dazu zu sagen hat. Denn er ist vor langer, langer Zeit, bevor er Landrat wurde, Sozialdezernent des Kreises Unna auch gewesen. Und vielleicht schauen Sie sich das mal an. Ja, bei uns ist nun der ehemalige Landrat des Kreises Unna, Michael Macchiolla, 16 Jahre Landrat gewesen, wenn ich mich da richtig informiert habe, davor Kreisdirektor und davor Sozialdezernent, auch im Kreis Unna. Und zum Thema Frauenhaus, Frauenforum, kann er uns mit Sicherheit einiges sagen, denn bei bestimmten Entscheidungsprozessen war er dabei. Wie war das denn damals? Also das Frauenhaus ist ja 1986 gegründet worden und 1985 hat es eine politische Entscheidung gegeben im Kreis Unna, ob man das Frauenhaus mit Kreismitteln unterstützen sollte, finanzieren sollte. Ich war damals Juso-Vorsitzender im Kreis Unna und war deswegen auch Mitglied im Vorstand der SPD im Kreis Unna
Und irgendwann, das Datum weiß ich natürlich nicht mehr, 1985, hat man im SPD-Unterbezirksvorstand streitig darüber diskutiert, ob der Kreis Unna Geld für ein Frauenhaus zur Verfügung stellen sollte. Und da haben sich dann die Jungsozialisten, die Frauen in der SPD und auch andere zusammengetan. Und wir haben dann es geschafft, eine Mehrheit zu bekommen. Und dann der SPD-Unterbezirksvorstand, die Kreistagsfraktion, die damals die absolute Mehrheit im Kreistag hatte, beauftragt, entsprechende Gelder für die Finanzierung eines Frauenhauses in den Kreishaushalt einzustellen. Und so ist es dann auch geschehen. Und dann konnte das Frauenhaus auf den Weg gebracht werden. Aber ich glaube, Sie waren auch noch in Verantwortung, als es den Umzug gab von Kamen nach Unna? Ja, ich bin ja 1990 Sozialdezernent geworden beim Kreis Unna und da war ich natürlich qua Amt auch für das Frauenhaus zuständig. Und damals war das noch so, dass es geheim war, wo das überhaupt war. Und ich war einer der wenigen Männer, die da überhaupt hin durften und auch die Adresse wussten. Und irgendwann hat man gesehen, dass dieses Haus in Kamen eigentlich qualitativ zu schlecht war. Und dann hat man sich entschlossen, eben umzuziehen. Und wir haben dann zusammen mit der UKBS, also der Kreiswohnungsbaugesellschaft, ein neues Haus in Unna gebaut. Und dort alle Einrichtungen des Frauenforums, da gehört ja nicht nur das Frauenhaus, sondern auch die Frauenpension und die Beratungsstelle dazu, in ein Gebäude gebracht. Und das ist heute auch nicht mehr geheim, das ist an der Hansastraße in Unna. Und diesen Prozess habe ich auch eng begleitet und auch dafür gesorgt, dass die nötigen Gelder aus Kreismitteln zur Verfügung gestellt worden sind. Die nötigen Gelder, ein wichtiges Stichwort. Wir haben ja erfahren im Laufe unserer Recherchen, dass Frauen, die sich in ein Frauenhaus begeben, das selber bezahlen müssen und ist auch gar nicht so billig. Deswegen können wir beide vielleicht auch noch zusammen werben. Wer also das Frauenhaus unterstützen möchte, das Frauenhaus in Unna auf der Internetseite, das werden wir Ihnen aber noch mehrfach sagen, können Sie dies gerne tun. Aber Michael Macchiolla war ja auch Chef der Kreispolizeibehörde. Als Landrat ist das ja hier so geregelt. Da gibt es die Kriminalprävention. Ein wichtiges Thema, was ich persönlich weiß, haben Sie auch sehr unterstützt, dass da auch über den Weg der Polizei, also die Ermunterung, muss man ja sagen, Leute, wendet euch durchaus an die Polizei, wenn ihr etwas wahrnehmt. Damit meine ich Freunde, Nachbarn, die irgendwas Auffälliges merken und dann sagen immer, vielleicht solltet ihr da mal vorbeischauen. Michael Macchiolla in seiner Zeit auch als Chef der Kreispolizeibehörde. Vielleicht dazu noch ein Statement? Ja, es war mir immer ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass die Polizei hier im Kreis Unna im Grunde mit allen zivilgesellschaftlichen Institutionen eng zusammengearbeitet hat. Und das ist auch in der Tat mit dem Frauenforum geschehen. Beim Frauenforum ist ja nicht nur das Frauenhaus angesiedelt, sondern auch die Beratungsstelle für Frauen, die Gewalt erleiden. Und seitdem Ende der 1990er Jahre in Nordrhein-Westfalen das Gewaltschutzgesetz verabschiedet worden ist, ist die Polizei gesetzlich ja auch verpflichtet, betroffene Frauen an die Beratungsstelle weiterzuverweisen. Und das haben wir auch als Polizei im Kreis Unna immer sehr intensiv getan. Und wir haben dann auch sehr eng, auch die Opferschützer, die es ja auch bei der Polizei gibt, mit dem Frauenforum in diesen Fragen zusammengearbeitet. Insofern war das Frauenforum, das Frauenhaus, die Frauenberatungsstelle immer ein unverzichtbarer Partner für die Arbeit der Polizei, für die präventive Arbeit der Polizei im Kreis Unna. Denken Sie schon jetzt an die Zukunft und machen Sie sich unabhängig von fossilen Energiequellen. Mit einer modernen Wärmepumpe und Photovoltaik. Effizient, unabhängig und zukunftsweisend. Schrezenmeier Kältetechnik. Ja, Michel, das Frauenhaus ist ein Zufluchtsort für Frauen mit oder ohne Kinder, die Gewalt erleben oder von Gewalt bedroht sind. Wie bist du denn in diese Leitungsfunktion gekommen? Welche Ausbildung muss man haben, um Leiterin eines Frauenhauses zu werden? Also ganz klassisch habe ich angefangen, vor über 10 Jahren mit dem Studium Soziale Arbeit. Bin dann auch direkt übers Praktikum und im Anschluss im Frauenhaus gelandet und bin da auch hängen geblieben. Zum Glück, genau. Also die Frauenhausarbeit prägt und bindet einen auch. Das ist tatsächlich so. Und ich wollte wirklich nichts anderes machen und bin vor 3 Jahren in Unna ins Frauenhaus gestolpert, Gott sei Dank, und habe da angefangen als Sozialarbeiterin.
eigentlich nur in der Klientinnenbetreuung. Und ja, so ein bisschen war es auch eigentlich Zufall. Es gab eine Schwangerschaft der vorhergegangenen Leitung. Und da ich schon einige Jahre Frauenhausarbeit auch auf dem Buckel hatte, konnte ich das, glaube ich, ganz gut machen, die Leitung. Was mir ja bei euch dreien... Mit einem Führungskräftetraining dann noch kombiniert. Was mir bei allen dreien auffällt, ist diese positive Ausstrahlung. Weil die Dinge, um die ihr euch kümmert, ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen, aber das fällt mir gerade so bewusst auf, weil du mich auch anstrahlst mit einer sehr sympathischen Freundlichkeit. Und es ist also nicht so, dass Menschen, die sich in diesem Bereich einbringen, der ja nicht schön ist, muss man ganz klar sagen. Man nimmt mit Sicherheit auch das eine oder andere mit nach Hause, aber ihr kommt so unwahrscheinlich viel Positives rüber. So empfinde ich das. Ja, das ist es auch. Also es ist auch ein positives Arbeiten. Natürlich, wie du das sagst, das erste Gefühl ist immer, oh, das ist alles so schrecklich und das ist eine schwere Arbeit. Ja, ist es auch. Natürlich, wir hören nicht schöne Geschichten und natürlich nimmt uns das auch mit. Das ist ganz klar, wir sind ja auch nur Menschen. Aber es ist auch einfach eine wunderbar tolle Arbeit. Und das geht uns allen so, das geht nicht nur mir so, auch den Kolleginnen. Es ist auch manchmal anstrengend und manchmal ist man auch froh, dass man Wochenende hat. Aber es ist einfach eine positive Arbeit, tatsächlich. Die Frauen geben einem unwahrscheinlich viel zurück. Und es ist auch nicht immer traurig bei uns im Frauenhaus, so wie man sich das vielleicht außen vorstellt. Ganz im Gegenteil. Das sind dann die ersten Tage vielleicht. Ne? Man hat ja auch wir haben im Leben immer mal schlechte Tage. Das haben unsere Klientinnen auch. Aber so nach den ersten paar Tagen, Wochen legt sich das. Die Frauen sind dann angekommen und können ja auch reden über das, was sie erlebt haben und können das loswerden und können sich neu entdecken. Die entwickeln eine neue Kraft und neue Stärke, was ganz Tolles zu beobachten. Und wir haben ja wirklich von Anfang bis Ende den Werdegang der Frauen. Also wir erleben die Frauen an Tag 1, wie traumatisiert sie natürlich auch ankommen. Und das ist eine Entwicklung und das ist toll, das zu sehen. Wir feiern die Abschiede später ganz groß und bei den Kindern ist das natürlich ähnlich. Ne? Die Frauen bleiben manchmal ja auch wirklich etwas länger bei uns und natürlich hat man auch dann eine Verbindung und deswegen wird auch jeder Abschied groß gefeiert. Und da ist auch immer ein lachendes, ein weinendes Auge dabei. Natürlich sind die Frauen auch unwahrscheinlich traurig, dass die Zeit vorbei ist im Frauenhaus. Das kann man sich vielleicht auch gar nicht dazu vorstellen. Dazu kommen wir ja gleich noch zu der Zeit. Da habe ich mir auch noch eine Frage überlegt, aber ich höre schon, die wirst du wunderbar beantworten können. Du hattest aber auch gerade das Thema angesprochen, ja, Wochenende, man hat auch mal frei. Aber das Frauenhaus ist, wie man so schön sagt, ganz modern, 24/7 erreichbar. Also an allen Wochentagen, also auch an den Wochenenden, Montag bis Sonntag. Gibt es eine Erreichbarkeit oder ja, so genau kann man das nicht sagen. Also wir haben eine Erreichbarkeit bei freien Plätzen. Also wenn wir ein Zimmer frei haben, dann sind wir 24 Stunden über einen Bereitschaftsdienst, über das Telefon erreichbar. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir auch tatsächlich nicht erreichbar als Mitarbeiterin. Die Frauen sind nachmittags, abends, nachts auch alleine bei uns im Frauenhaus. Und genau, für die sind wir auch nicht erreichbar. Ich fand das sehr beeindruckend. Du hast vor kurzem noch mal gesagt, wenn wir freie Plätze haben, es dauert 2 Stunden und wir sind wieder auf Rot gestellt, weil wir eine erstens immense Warteliste haben und es kommen laufend Frauen dazu. Sollen wir vielleicht mal kurz erklären? Es gibt in Nordrhein-Westfalen bzw. in ganz Deutschland ein Ampelsystem, auf das man zugreifen kann, jedermann. Unsere Leitstelle zum Beispiel greift da ja auch drauf zu. Das heißt, wenn irgendwo eine Frau in Deutschland einen Frauenhausplatz braucht, häufig ja auch ganz akut, wenn es aus einer Einsatzlage kommt, guckt man in dieses Ampelsystem und wenn man da ein grünes Licht sieht, also klassisch wie bei einer Verkehrsampel, dann kann man dort anrufen und dann kann man diesen Platz belegen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und wenn es rot ist, gibt es keine Chance, dann erreichen uns halt auch keine Anrufe und dann ist auch niemand da. Aber vielleicht ergänzend noch dazu und auch zu den Öffnungszeiten, auch wenn die Schwelle sehr groß ist, das hast du ja vorhin wunderbar erklärt, die Polizei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist für Sie 24/7 tatsächlich erreichbar über den Notruf 110, wenn es dann zu einem Einsatz kommt, der da heißt häusliche Gewalt, dann wissen die Kollegen, und das ist das, was Heike auch gerade sagen wollte, wenn eingeschritten werden muss, wenn sich eine Frau entscheidet, das wohnliche Umfeld zu verlassen oder das familiäre Umfeld, dann kann man über die Leitstelle nach diesem Ampelsystem, so wie gerade erklärt,
auch einen freien Platz finden. Also deswegen kann ich nur noch mal werben hier heute mit euch zusammen. Und noch mal der Hinweis, ja, wir verstehen alle, da ist eine Schwelle, aber es kann Ihnen, und da richte ich mich jetzt ganz besonders an unsere Zuschauerinnen, die wir ja erreichen wollen mit dieser speziellen Sendung heute, es kann Ihnen geholfen werden. Bitte keine Scheu, aber wir verstehen das, nur Möglichkeiten sind gegeben. Ja, Michelle, jetzt fragen sich ja vielleicht viele, die uns zusehen, wie das eigentlich in so einem Frauenhaus aussieht, und wir werden Ihnen dazu jetzt begleitend Bilder zeigen, die im Frauenhaus entstanden sind, damit Sie so einen kleinen Eindruck bekommen können, wie es dort ist, wie es dort aussieht. Und begleitend dazu kann Michelle uns ja vielleicht mal erzählen, was so die Räumlichkeiten betrifft, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn ich mich entscheide, diesen schweren Schritt, um das nochmal deutlich zu sagen, ich gehe in ein Frauenhaus. Was erwartet mich dort? Also ich glaube, dass die Vorstellungen sehr anders sind. Das hört man auch wieder von den Frauen am Telefon. Man sieht Frauenhäuser natürlich nicht von innen, in der Regel nicht. Ja, und die Vorstellungen oder was man so hört von einer Freundin oder von einer Bekannten ist immer auch unterschiedlich. Und wenn die Frauen dann bei uns angekommen sind, dann sind die erstmal ganz begeistert und sagen, wow, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, das ist ja total gemütlich. Und ich dachte immer eher, es ist wie eine Jugendherberge, und das ist es eben nicht. Also wir achten da auch sehr drauf, dass es auch wohnlich ist. Es ist nun mal auch ein Zuhause für eine gewisse Zeit für die Frauen. Und das soll es auch sein, und so sollen sie sich da fühlen. Und ich würde sagen, so ist es auch bei uns. Wohnlich, wie zu Hause. Es ist natürlich ein Unterschied. Wir haben das Gemeinschaftsprinzip. Ja, da müssen sich die Frauen natürlich auch umstellen. Vom Prinzip her leben sie wie zu Hause auch. Das ist auch immer das Erste, was ich in einem Aufnahmegespräch sage. Du lebst hier wie zu Hause. Du kümmerst dich um deine Kinder. Du kochst, wann du möchtest. Du kannst alles nehmen. Ne? Also es ist wie, als wenn es dir gehört. Da sind die Frauen wirklich ja, erstmal sehr beruhigt. Thema Privatsphäre werden sich sicherlich auch jetzt viele, die uns zuschauen, fragen, habe ich eine Privatsphäre, wo ich mal ganz alleine sein kann oder auch mit meinem Kind, mit meinen Kindern zusammen? Da vielleicht noch ergänzend, wenn ich das fragen darf, da gibt es eine Altersgrenze. Kinder, ab wann dürfen die Frauen mit Kindern kommen? Wie alt muss das Kind sein? Das ist egal. Also wir nehmen auch Frauen mit Babys auf, da gibt es keine Grenze. Nur bei Jungs haben wir die Altersgrenze 14. Das ist, sind wir auch nicht glücklich drüber, aber das ist leider so. Das ist im Zusammenleben schwierig, weil wir eben noch dieses Gemeinschaftsprinzip haben. Ne? Es teilen sich immer zwei Zimmer, ein Badezimmer, und deswegen haben wir leider die Grenze bei Jungs. Maximal 14. Nochmal ansonsten kurz ist Ende eigentlich zur offen. Privatsphäre zurück. Ist die gewährleistet? Ja, also es ist schon so, dass wir haben 10 Zimmer zur Verfügung, und eine Frau bewohnt immer nur ein Zimmer. Das muss sie sich natürlich mit ihren Kindern teilen. Da gibt es mittlerweile auch schon andere Frauenhäuser, die mehr bauen, die noch ein getrenntes Kinderzimmer haben. Ja, es ist natürlich kein Luxuswohnen, das muss man schon so sagen. Wenn man sich vorstellt, man flieht von zu Hause, man verlässt sein Zuhause, seine Wohnung, sein Kinderzimmer und kommt in ein Zimmer mit 4 Kindern vielleicht, die auch alle schon groß sind und Schulkinder sind, die sich natürlich auch gerne mal zurückziehen wollen würden. Und ja, wenn man dann ein halbes Jahr bleibt und sich ein Zimmer teilt mit 4 Kindern, hat man wenig Rückzugsmöglichkeit. Und eine Gemeinschaftsküche mit den anderen Frauen und Kindern. Also es gibt schon Verpflichtungen, ähnlich wie einer WG, kann man das so sagen? Ja, schon, ja, doch. Also wir sind natürlich kein Hotel, wir haben keine Putzfrau, die putzt, wir haben keine Köchin, die kocht, die Frauen müssen selber putzen und jeder hat ihren Bereich. Wir haben einen Putzplan und streiten uns auch manchmal in der wöchentlich stattfindenden Hausversammlung über Putzdienste, die nicht gemacht wurden. Natürlich, dann lässt jemand mal Geschirr stehen. Das sind halt die Themen quasi, die aufkommen, ja, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Es ist ja auch was ganz Unnatürliches eigentlich. Man kommt aus seinem eigenen Zuhause und lebt dann auf einmal mit 9 anderen Frauen zusammen. Die also alle in schwierigen Situationen sind. Alle sind traumatisiert, alle sind das belastet. Das muss man mal überlegen. Man darf auch nicht vergessen, die ganzen Kinder, die dabei sind. Ja, wir haben insgesamt 20 Plätze.
Und ja, wir hatten mal eine Zeit, da waren 15 Kinder im Haus und wir sind jetzt auch kein riesiges Haus, das fällt schon auf. Und da gibt es natürlich Streitigkeiten untereinander immer mal wieder. Klar. Vielleicht können wir mal kurz das zusammenfassend darstellen. Eine Frau, die jetzt zu euch kommt, die Tür geht auf, trifft auf dich, deine Mitarbeiterin oder wen auch immer, der die sogenannte, wenn ich das so sagen darf, Aufnahme macht. Ist dann sofort sozusagen eine Fachkraft da, die die entsprechend notwendigen Fragen stellt und, oder wird mir einfach direkt mein Zimmer gezeigt und jetzt komm erstmal runter, pack deine Sachen aus. Ich denke, da gibt es viele Frauen, die das interessiert. Wie müssen die sich das vorstellen, wenn ich bei euch oder bei den anderen Frauenhäusern ankomme? Denke, wird es ähnlich sein. Wie ist dieser Prozess der Aufnahme im Frauenhaus? Also mein Gefühl ist oft, wenn die Frauen wirklich dann bei uns vor Ort sind, dann atme ich schon mal durch. Weil ich glaube, die meisten denken, da geht's erst los. Aber das ist eigentlich gar nicht so, weil im Vorfeld passiert schon so viel. Also wenn die Frauen anrufen, wir telefonieren manchmal tagelang auch vorher mit den Frauen. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Ne? Es ist nicht immer so, dass die Frauen anrufen und sagen, ich muss jetzt raus. Und sie kommen sofort. Manche Frauen können es auch nur vorbereiten über Tage. Ne? Wenn der Mann zu Hause ist, dann kann man nicht einfach mal jetzt eben schnell raus. Viele wollen die Polizei nicht rufen, ist ja ganz klar. Ne? Das ist wieder das Thema. Das ist, was Heike schon gesagt hat. Genau. Und im Vorfeld passiert sehr viel. Wir beraten am Telefon manchmal tagelang. Es muss überlegt werden, wie mache ich es? Ich muss die Kinder noch abholen. Ich muss meine Sachen packen. Was musst du einpacken? Also es ist viel Arbeit im Vorfeld tatsächlich schon für uns. Also so ein Entwicklungsprozess. Ja, tatsächlich. Praktisch. Gibt es denn da oftmals Freundinnen, die, wo dann mitbekommt, die stehen diesen Frauen zur Seite, ja, helfen bei der Organisation, diesen ja wirklich harten Schritt zu gehen? Ja, ganz oft sind es auch Mamas, die anrufen oder Freundinnen oder Cousinen oder Institutionen wie eine Jobcenter-Mitarbeiterin, die anruft und sagt, hier, meine Kundin hat jetzt das und das erzählt, was können wir machen? Doch, also die sind oft nicht alleine tatsächlich. Ja. Kann man sagen, wie lange im Schnitt die Verweildauer in einem Frauenhaus oder konkret bei dir in Unna ist? Das ist ganz unterschiedlich. Ich sage immer von einem Tag bis zu einem Jahr circa. Ein Jahr sogar? Mhm. Also in der Regel ist es eigentlich so, theoretisch gedacht, 3 Monate. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr machbar, auch ja, überwiegend eigentlich wegen dem Wohnungsmangel. Die Frauen wollen ja auch wirklich irgendwann raus. Ja? Klar, es ist nett bei uns, aber es ist halt auch nicht das eigene. Man muss sich teilen, man muss sich auseinandersetzen mit den anderen Bewohnerinnen und die Frauen möchten natürlich raus. Und sie finden keine Wohnung. Gerade wenn noch viele Kinder dabei sind, ist das einfach unwahrscheinlich schwierig. Die Kinder werden hier angemeldet in Unna. Die Frauen möchten gerne in Unna bleiben. Da findet man sowieso keine Wohnung. Dann weiten wir schon aus auf den Kreis Unna. Das ist natürlich auch schwierig. Ne? Man bindet sich ja dann auch an die Stadt. Das kann ich schon verstehen, dass man dann auch gerne in Unna bleiben möchte. Und ja, deswegen, also ich sag mal so 6 Monate haben wir schon sehr viel. Darunter ist es sehr knapp. Wir hatten jetzt eine Klientin, die ist nach 8 Wochen ausgezogen, hat eine super tolle Wohnung gefunden. Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Aber wir können ja heute mal die Chance nutzen und auch werben, wenn sich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie möglicherweise Wohnungsbestand haben oder die Sie Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft sind, wenn zum Beispiel das Frauenhaus Unna mal anrufen würde, um nachzufragen, ob es eine freie Wohnung gibt oder ob, wenn sich bei Ihnen aufgrund einer Wohnung, die Sie ins Internet gestellt haben, eine junge Frau bewirbt, mit einem Kind, vielleicht nicht sofort sagen, ach nee, haben Sie denn gar keinen Mann dabei, der das Geld nach Hause bringt, diese typischen Fragen, sondern dann durchaus vielleicht einfach mal genauer zuhören und diesen Frauen eine Chance geben, wieder in ihre eigene Selbstständigkeit, in ihr eigenes gewaltloses Leben zurückzufinden. Ich denke mal, dieser Aufruf ist an dieser Stelle vielleicht ganz gut angebracht, denn wenn wir die Chance schon mal haben, dass wir die Schwerterrunde ja auch im ganzen Kreis verbreiten möchten, dann sollten wir das nutzen. Aber Britta, du bist ja die Vorständin. So einen kleinen Wermutstropfen gibt es doch, denn ich glaube, ganz kostenlos ist das alles nicht, oder? Genau, also wir haben natürlich viele Frauen, die im Hilfebezug sind, was viele sich aber nicht vorstellen können. Die Kosten der Unterkunft müssen natürlich getragen werden.
Und Frauen, die wir ja durchaus auch haben, die, sei es kurz vorm Abitur stehen, junge Frauen, Frauen, die berufstätig sind, die sind sogenannte Selbstzahlerinnen. Und ja, ich zahle nicht nur für mich, ich zahle für jedes Kind, und zwar eine gleich hohe Summe, und die ist beträchtlich. Und das geht dann schon mal, wenn man die Kosten der Unterkunft sich anschaut. Und das ist kein Satz, den wir aufstellen, der setzt sich eben aus allerlei Nebenkosten, die wir aufrufen müssen durch unsere Finanzgeber zusammen. Und da kommt ein beträchtlicher Betrag zusammen. Und das hindert viele Frauen, die uns in Anspruch nehmen müssten, aber beispielsweise berufstätig sind, daran, zu uns zu kommen. Das muss man ganz klar sagen. Es ist sehr teuer, ins Frauenhaus zu gehen. Wie sieht es denn mit den sozialen Trägern aus? Denn ich denke, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, die Botschaft ist angekommen, werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja, wenn wir so die Nachrichten verfolgen, die Landesnachrichten, wo denn das ganze Geld so hingeht, und eigentlich haben wir ja auch in unserem eigenen Land genug Probleme oder Dinge, wenn ich das mal so sagen darf, die wir unterstützen könnten oder mehr unterstützen sollten, damit nämlich eben nicht der Eindruck entsteht, dass jetzt eine junge Frau, die uns möglicherweise zuhört und sagt, ach, das ist ja so teuer, nee, dann mache ich das lieber nicht und erdulde weiter die Gewalt, die mir zu Hause, am Arbeitsplatz, beim Sport, wo auch immer, widerfährt. Gibt es da soziale Träger, die im Notfall einspringen, wenn jemand wirklich sagt, ich habe kein Geld? Ja. Also erdulden sowieso nicht, weil es muss ja auch nicht vorrangig sofort der erste Schritt ins Frauenhaus sein. Wir haben ja auch die Beratungsstelle, die ungeheuer viel abfängt. Und man muss auch sagen, dass ein Großteil der Frauen über ein wunderbares Netzwerk an Familie, an Freundinnen, insbesondere verfügt. Also es gibt schon auch noch immer einen Puffer. Darüber hinaus gibt es aber beispielsweise, wir sehen das in der engen Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring, die auch immer Notfallgelder zur Verfügung stellen. Also es gibt diese Möglichkeiten. Es gibt Strukturen, und das Votum ist ganz klar, auf jeden Fall sich Hilfe zu suchen. Ob es jetzt sofort das Frauenhaus ist oder die Beratungsstelle, beide Institutionen, weil ja unter einem Dach, sind auch ganz eng verzahnt. Das heißt, wenn eine Frau, die ein Frauenhausfall wäre, aus unserer Sicht in die Beratungsstelle kommt, wird auch ganz klar weitervermittelt. Und da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit. Es gibt Hilfemöglichkeiten, und die sollten Frauen auch auf jeden Fall, also Mädchen und Frauen, also auch junge Mädchen, auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ich habe mir die Hilfetelefonnummer rausgesucht, die ja fast so ein bisschen identisch ist mit der, wenn ich meine EC-Karte sperren will. Da ist es, Eike, wir wissen es, ist mindestens genauso schlimm, die 116-116, aber die vergessen Sie jetzt bitte in diesem Fall hier heute, denn es gibt das Hilfetelefon, und das können Sie erreichen über die 116-016. Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, wenn ich diese Nummer wähle, wird mir zunächst mal geholfen. Das heißt noch nicht, ich muss direkt in ein Frauenhaus, sondern es wird über diese Nummer geguckt, genau. Wie kann die Hilfestellung sein, durch Gespräche, genau. Und so weiter, wie du es ja gerade erklärt Tipps, hast. Durch Tipps, die machen ganz, ganz hervorragende Arbeit, haben sehr qualifizierte Kollegen am anderen Ende des Telefons, mehrsprachig, für uns ein ganz, ganz großes Anliegen, übrigens auch bei uns im Hause, wir sind auch mehrsprachig. Wir sprechen neben Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Chinesisch. Das sind so die, ja, Deutsch dann auch die gängigsten Sprachen, die bei uns im Haus gesprochen werden. Das ist ungeheuer wichtig, weil, und da muss ich sagen, bin ich voller Bewunderung für die Kollegin auch, wir haben ganz viel zu tun natürlich mit dem Jobcenter. Und auch da großes Lob. Die einzelnen Kollegen, wie du gerade auch gesagt hast, setzen sich unheimlich ein. Aber das System ist schwerfällig. Also wir warten teilweise wirklich Wochen, bis die Frauen ihre Bewilligungen für Gelder bekommen. Dann gibt es immer so Geschichten aufgrund mangelnder Digitalisierung in Deutschland.
dann werden Gelder noch auf das Konto des Mannes überwiesen, das Kindergeld, all solche Geschichten. Das ist ganz traumhaft. Und jetzt kommt für uns, beziehungsweise für die Kollegin, die da mit einer Zähigkeit und Geduld an diesen Themen arbeiten, was echt nicht lustig ist, kommt auch noch das Thema Ausländeramt mit dazu. Wir haben also ganz viele ausländerrechtliche Themen, weil natürlich ganz logisch auch viele Migrantinnen in Flüchtlingssituationen zu uns kommen. Das ist auch für uns neben der Mehrsprachigkeit ein Thema, Aufenthaltsrechtsbestimmungen. Da müssen die Kolleginnen sich auskennen. Wir müssen auf Augenhöhe mit den Institutionen sprechen können. Und manchmal seid ihr deutlich höher auf Augenhöhe. Nein. Ja, weil einfach die Kolleginnen sich besser auskennen in den Wegen. Und dann schon mal doch einen Tipp an das Jobcenter oder das Ausländeramt geben, wie wir damit verfahren. Wir wissen zumindest, wen wir fragen können. Das ist auch manchmal schon. Also ja, wir reden wirklich. Das ist eine Frage im Wesen der Vernetzung, wo die ist genau, natürlich das ist, ganz wichtig. Die Vernetzung ist ungeheuer wichtig und das ist. Ist ja auch eine kreisweite Einrichtung. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Für den ganzen Kreis Unna. Und das ist eben nicht nur Schwerte, das geht bis Selm, das sind 9 Städten und Gemeinden. Das ist. Die wir alle bedienen, alle bedient. Wo wir das Netzwerk haben müssen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, da sind dann nämlich die Mitarbeiterinnenanzahl ist deutlich zu wenig. Weil wir müssen ja eben sozialtherapeutische bzw. psychologische Arbeit leisten. Und es steht für viele der Kolleginnen nicht im Vordergrund zu netzwerken. Und sondern auch nicht die bürokratische Arbeit eigentlich zu machen. Aber das rückt zunehmend in den Mittelpunkt und ist was, das hören wir auch von ganz vielen anderen Strukturen in den Beratungsstellen, in den Frauenhäusern insbesondere, ist einfach was, was einen riesen Raum einnimmt, obwohl du dich um andere Dinge kümmern müsstest. Ja. Und für uns ist das so, du hast den großen Kreis angesprochen, der ist nun mal, das haben wir ja auch während der Corona-Zeit, als geimpft wurde, mitbekommen, wie weit die Wege sind. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir tun, mal 10 potenziert in allen 10 Kommunen. Und wir haben dann eben auch noch die Situation, du hast ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprechpartner und wir sehen, und das fand ich sehr spannend, seit einiger Zeit den Trend, 80% in etwa der Frauen, die bei uns im Frauenhaus sind, kommen aus dem Kreis Unna. 20% aus anderen Regionen Deutschlands, aus anderen Bundesländern, das kannst du ja auch nochmal zum Hintergrund so, ne? zu sagen, das war nicht immer so. Und da ist natürlich, da sprechen wir immer drüber, was ist es jetzt? Ist es der Erfolg unserer Arbeit, dass man uns kennt und es kommen mehr aus dem Kreis? Ist es die Fragestellung, die Zahlen steigen an? Das können wir nicht beantworten. Dazu hat ja auch die Bundesregierung jetzt gesagt, sie machen eine Dunkelfeldstudie, die in etwa in 2025 dann veröffentlicht wird. Aber das ist für uns ein großes Thema. Also wir haben 80% Frauen aus dem Kreis Unna. Und das, obwohl wir kein anonymes Haus haben. Das finde ich, muss man auch noch mal erwähnen. Mhm. Und trotzdem kommen Frauen auch wirklich aus Unna, die nicht weit weg wohnen. Das ist natürlich in Einzelfällen auch nicht möglich. Ne? Das klopfen wir auch immer am Telefon ab. Wir sagen das auch immer relativ früh, dass wir keine geschützte Adresse haben. Und manche Frauen entscheiden sich dann auch dagegen und sagen, nee, das ist mir zu nah, ich gehe doch noch mal in eine andere Stadt, in ein anderes Bundesland. Aber unwahrscheinlich viele machen es trotzdem und kommen und das funktioniert. Und das finde ich echt toll, weil das zeigt ja, dass die Frauen das schaffen, dass sie wieder eine Stärke wiederbekommen, dass sie sich behaupten können. Ne? Also das muss man sich auch erstmal trauen. Sie müssen ja trotzdem raus. Sie können ja nicht bei uns im Haus monatelang bleiben. Sie müssen einkaufen, sie müssen ihre Kinder zur Schule bringen, in den Kindergarten. Und die Frauen schaffen das. Und ich finde, das ist auch toll. Das ist toll zu sehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie merken, der Moderator der Schwerterrunde, der Jörg Pristoff, lässt diese drei Frauen heute ganz bewusst ausreden. Warum? Weil das Thema sehr, sehr wichtig ist und uns von der Schwerterrunde und natürlich auch von unserem Sponsoren und unserem Produzenten, Firma Schretzenmeier, sehr, sehr wichtig ist. Es ist eine Herzenssache, wie es andere Projekte, die wir begleiten, natürlich
auch sind. Aber ich möchte den nächsten Aufruf starten, denn ich habe hoffentlich aufmerksam zugehört. Liebe Mitarbeiter in den Jobcentern, in der Kreisverwaltung und liebe Politiker, hört uns zu, denn ihr seht und habt gehört, wo die Probleme sind. Es kann nicht sein, wenn aus dem Frauenhaus Anträge kommen, dass die so eine lange Liegezeit haben. Da muss man dann vielleicht mal etwas schneller handeln. Wir wissen alle, wie wir hier sitzen. Personalnot ist heute überall, in jedem Amt, egal wo man nachfragt. Teilweise müssen sogar Bearbeitungsstellen, letztens habe ich es aus dem Kreis Unna gehört, da war die Führerscheinstelle nicht verfügbar, weil wenig Personal da war. Das wissen wir alle, da haben wir Verständnis für und wir wollen auch von hier, von dieser Stelle aus wertschätzend sein für diese Leute, die in den Ämtern arbeiten. Aber bitte tun Sie uns Vieren und insbesondere den Frauen und den jungen Mädchen, das hat Britta ja gerade noch mal mit angeführt, den Gefallen, wenn es geht, diese Anträge doch ein wenig höher zu legen und etwas zeitnah zu bearbeiten. Denn die Frauen und die jungen Mädchen, die sich entscheiden, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, tun das nicht aus einer Laune heraus, sondern sie tun das aus einer Situation heraus, in der sie vielleicht schon wochenlang, monatelang oder jahrelang Gewalt erlitten haben. Und da wollen wir gemeinsam sie animieren zu helfen. Auch aufmerksam hinzuschauen, mal in ihre Nachbarschaft, in ihrem beruflichen Umfeld, auch in der Schule oder wo auch immer das Ganze vorfallen kann. Britta hat es eingangs erklärt, es ist nicht immer nur das häusliche Umfeld. Und diese Schwelle, dass man sagt, das war jetzt aber, wie man so schön sagt, hier bei uns ein Tacken zu viel, schauen Sie da mal genauer hin. Wir müssen uns, das würde ich gerne noch einfügen, auch vergegenwärtigen, auch wenn wir hier jetzt so sehr vergnügt und fröhlich rüberkommen. Wir reden da in der Tat auch von Schutz des Menschenlebens. Wir haben im vergangenen Jahr über 790 Opfer tödlicher Partnerschaftsgewalt gehabt. Ich persönlich, als ich angefangen habe, da in die Tiefe zu gehen, mir das anzuschauen, war auch sehr negativ überrascht, auch wie viele Männer betroffen sind. Das Stichwort Femizide wird in Deutschland immer noch so ein bisschen wegmoderiert. Das läuft selten oder zu selten unter dem Stichwort Femizid. Wir haben ein ganz, ganz ernstes Thema des Menschenhandels, der Zwangsprostitution, wo eben auch in den Frauenhäusern Klientinnen sind. Also wir reden schon nicht nur über ein Handausrutschen, wir reden auch nicht nur über Macht ausüben, über narzisstische Strukturen, wir reden über Schutz des Menschenlebens. Das ist schon ein sehr, sehr seriöses Thema, was bei aller Fröhlichkeit, die wir innerhalb des Hauses und heute Abend hoffentlich auch vermitteln, aber uns allen dreien auch ein ganz großes Anliegen. Zum Thema Opferschutz würde ich noch mal zu dir gerne rüber schalten, weil das ist ja etwas gewesen, was dich jahrelang beruflich auch bereitet hat. Und auch die Polizei ist für den Opferschutz da und man sollte einfach auch Vertrauen in seine Polizei haben. Wollen wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen werben für unsere Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs sind. Also Opferschutz ist ja so ein Thema, was für dich auch ganz, ganz wichtig gewesen ist. Ja, also ich habe ja wirklich, ich habe es gerade noch mal überlegt, über 20 Jahre Kriminalprävention und Opferschutz, die beiden Bereiche ja dienstlich begleitet und bearbeitet. Und das war mir immer eine Herzenssache, sonst würde ich es jetzt nicht auch so engagiert weitermachen wollen. Und das ist ja eben halt auch oft fließend. Eine gute Prävention ist halt ein mega Opferschutz. Also wenn ich Frauen und junge Mädchen frühzeitig berate, informiere und stärke, dass sie gar nicht in die Opfersituationen kommen. Und klar, wir als Polizei haben dann immer die Worst-Case-Szenarien, wo dann die Frauen in der Opfersituation sind und waren. Und da, ja, das finde ich auch super, da lässt man sie auch nicht mehr alleine, denn in dem klassischen Polizeialltag geht es vielfach um Täter.
Es geht, oder ich sag mal, im Leben ist es häufig so, Täter stehen einfach schnell im Fokus. Wer was gemacht hat, wird der Böse, da kümmert man sich drum und da ist Polizei auch sehr mit beschäftigt, was auch gut und richtig ist. Aber das Opfer, was in der deutlich schlechteren Situation in dem Moment ist, was leidet, was Gewalt erfahren hat, ist häufig hinten rübergekippt. Und durch diesen Opferschutz bei der Polizei haben wir da einfach die Möglichkeit, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die sich dann ganz intensiv tatsächlich nur darum kümmern können und nicht noch um alle anderen Themen, die in diesem Fall abzuhandeln sind. Und das ist häufig sehr positiv, eigentlich immer sehr positiv aufgenommen worden. Und wir haben dann können das ja gar nicht alles selber leisten. Es geht dann viel um Vermittlung an Hilfeeinrichtungen. Einfach zu gucken, da arbeiten wir seit ganz vielen Jahren ganz eng mit der Frauen- und Mädchenberatungsstelle zusammen, dass man die dann vermittelt und dass sie dann als nächsten Schritt, wenn sie bei uns die Anzeige erstattet haben, in Beratung und Betreuung eben in die Frauen- und Mädchenberatungsstelle gehen. Und da dann alles weiter mit denen besprochen wird und so weiter. Und das ist eigentlich eine super Ergänzung. Und ohne das könnten wir es auch nicht leisten, weil das ist das Personalthema. Da kommt ja dann auch Polizei ganz schnell an die Grenze. Ne? Also was wir heute ja alle gelernt haben, und ich denke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie auch, es geht nicht nur um den Begriff, der ja so allgemein bekannt ist, Frauenhaus, sondern Frauenforum beschäftigt sich mit sehr viel mehr. Ich hoffe, da konnten wir heute hier einen Einblick geben, aber in der Schlussrunde möchte ich euch dreien gerne die Chance geben, Wünsche zu äußern. So nach dem Motto, wünscht ihr was? Nichts Persönliches. Wer mag, auch gerne das, aber so für eure Arbeitsbereiche, Frauenhaus, Vorstände im Frauenforum und wenn jemand ehrenamtlich arbeitet nach dem Beruf in der Polizei, was gibt es für Wünsche im Moment, die diesen Themenbereich, den ihr drei Gott sei Dank begleitet, die ihr vielleicht so hättet? Michelle, vielleicht fangen wir mit dir an. Ich habe auch natürlich sofort was im Kopf. Also zum einen, auch aus der Leitungsperspektive sieht man das natürlich nochmal anders, ist mein Thema Personal. Die Frauen, die mittlerweile kommen, haben einfach viel größere Probleme, viel mehr, viel differenzierter und das Personal wird wenig bis gar nicht aufgestockt. Wir arbeiten immer noch mit demselben Personalschlüssel wie vor 30 Jahren und das ist einfach nicht zeitgemäß. Und man könnte einfach viel mehr noch tun, viel mehr erreichen, viel mehr Frauen erreichen, viel mehr für die Frauen machen, wenn wir einfach mehr Personal hätten. Das ist das eine. Und dann aus der Sicht der Frauen würde ich mir wünschen, aber da kämpfen wir leider auch schon seit 30, 40 Jahren für die einzelfallunabhängige Finanzierung. Ich finde, das ist eigentlich so der Grundstein, der sich ändern müsste, dass jede Frau ein Anrecht hat auf einen Schutzplatz, den sie nicht bezahlen muss, wo sie nicht überlegen muss, kann ich mir das leisten oder nicht. Das finde ich, das wäre mein Wunsch, wenn das irgendwann mal klappt, dass da die Hürde einfach kleiner wird. Jetzt wünschen wir uns natürlich viele Aufrufe. Dafür müsst ihr natürlich dann auch sorgen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wenn sie online abrufbar ist, dafür werben, dass man sich genau das, was wir hier heute gemeinsam getan haben, auch anschaut. Britta, dein Wunsch, was auch wahrscheinlich viele Wünsche. Oder? Ich habe ganz, ganz viele Wünsche, schließe mich da natürlich erstmal sofort an. Für uns ganz wesentlich, weil du das eben auch so beschrieben hast, ist natürlich immer, wir leisten viel freiwillige Mehrarbeit als Kollegin. Und das hat natürlich alles so seine Grenzen. Wir haben viele Bedarfe, weil wir uns eins auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen keine Fronten schaffen. Wir haben beispielsweise auch männliche Erzieher, die regelmäßig zu uns kommen. In unserer Satzung steht ganz klar, wir treten für Gleichberechtigung ein. Wir grenzen nicht aus und sagen, die einen sind schlecht, die anderen sind gut. So, und um all dieses tun zu können, das sind so freiwillige Leistungen unsererseits. Die werden nicht vergütet. Das heißt, wir sind wirklich auf Spenden, auf Unterstützung angewiesen. Und wenn man sich das anschaut, wie sich das Spendenverhalten geändert hat in den letzten Jahren, dann ist es sehr kontextbezogen, anlassbezogen. Und was ich sehr positiv finde, man schaut doch jetzt, du hast das vorhin auch angesprochen, mehr so im regionalen Bereich auch, dass man schaut, was kann ich in meiner Region Gutes tun.
Und das ist ein ganz klarer Wunsch, den wir haben. Wir haben gute Unterstützer in Form von verschiedenen Clubs, Organisationen, Privatmenschen in Unna, aber es dürfte deutlich mehr sein für das Thema. Finde ich das auf eurer Internetseite, wenn ich spenden möchte? Der nächste Aufruf geht raus. Also, wenn Sie diese wichtige Arbeit, nicht nur dieser drei Frauen, die hier heute unsere Schwerterrunde bereichern, unterstützen wollen, sondern all diejenigen, die das tun, oder gerade in Ihrem Kreis Unna, in dem Sie leben, dann schauen Sie einfach mal auf der Seite nach Frauenforum in Unna, findet man sofort, so bin ich da drauf gekommen. Und wenn Sie sagen, ich habe da ein bisschen Geld über und das ist eine sinnvolle Arbeit, dann würden wir hier gemeinsam aufrufen zu einer Spende von Ihnen. Ja, Heike. Ja. Ich musste jetzt mal schwer überlegen, was ich mir wünsche, dass das nicht ganz so konkret jetzt ist. Das haben die beiden anderen ja schon so jetzt gesagt, was sich auf das Frauenforum als solches bezieht. Also ich hätte schon den auch eher gesellschaftlichen Wunsch, dass das Thema wirklich mehr in den Fokus rückt und dass es auch mit mehr Respekt in den Fokus rückt und nicht so wie es häufig der Fall ist, so das ist so ein Emanzengehabe, das ist so eine Zickigkeit. Wir haben das jetzt alle verfolgt mit diesem Kuss in Spanien nach der Weltmeisterschaft. Wenn man sich da Kommentare, Social Media teilweise durchliest, es ist einfach erschreckend und das hat nichts mehr mit Respekt zu tun. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach mal ganz klar erkennt, das ist so und das ist das, was ich von Anfang an sagte, da hat jemand zu irgendwas nicht Ja gesagt. Und dass man das nicht so abtut, ne, sondern dass man es einfach wirklich ernst meint und das Thema dann damit auch unterstützt. Denn damit fängt es an. Wenn junge Frauen das lernen, dass das an der Tagesordnung ist und dass das normal ist und dass man das hinzunehmen hat, dann weiß ich nicht, wo das Ende der Fahnenstange ist. Also das wäre so mein Wunsch. In deinem Beispiel, was du gerade genannt hast, gibt es aber, glaube ich, auch ganz positive Reaktionen, dass sogar männliche Fußballspieler verweigern, zu spielen bzw. zum Training zu gehen, weil sie sich auf die Seite der Frauen, in dem Fall der betroffenen Spanierinnen, stellen. Also im Prinzip kann man sagen, du wünschst dir mehr die gesellschaftliche Veränderung. Die gesellschaftliche Veränderung und diese diesen respektvollen Umgang damit einfach mit diesem Thema. Gerade im Hinblick auf die Frauen, die es betrifft. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war die Schwerterrunde heute mit einem ganz besonderen Thema, was Sie hoffentlich erreicht hat, was für Sie sehr, sehr interessant war. Wenn Sie uns dazu schreiben möchten, schreiben Sie bitte an info@schwerter-runde.de. Unsere Redaktion freut sich über jede Zuschrift. Wir freuen uns auch über Zuschriften, wo uns Themen vorgeschlagen werden, die wir für Sie gerne aufgreifen möchten und aufgreifen sollen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder hier in dem schönen Foyer der Firma Schretzenmeier, wo auch unser Studio ist. Ich darf mich in der Runde bedanken bei Michelle, bei Britta und auch bei Heike. Und es hat nicht nur Spaß gemacht, natürlich war es schön, dass wir hier zusammengekommen sind, aber du hast es ja vorhin angesprochen, nicht, dass wir jetzt hier zu amüsant rüberkommen, denn es ist ein ganz, ganz ernstes Thema. Wir wollten es für Sie unterhaltsam gestalten und hoffen, dass es uns gelungen ist und wir sehen uns wieder in einer nächsten Schwerterrunde, www.schwerter-runde.de, alles ganz einfach, auch wir können gegoogelt werden und wir sagen danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Runde. Dankeschön.